Ich wurde noch mal gebeten, auch mal auf dieses Thema einzugehen. Säuren und Basen reagieren zu was? Naja, zu im Allgemeinen einem Salz und Wasser. Ich hatte in einem anderen Video, bin ich schon mal drauf eingegangen, was ist, wenn ich ein Metall habe und eine Säure drauf einwirken lasse, dann reagiert das im Allgemeinen auch. Also, zum Beispiel Metall plus Säure reagiert zu, das kann ich auch so schreiben, reagiert zu einem Salz, welches aus diesem Metall besteht. Metall plus Säurerest. Säurerest. Und, naja, weil der arme Wasserstoff, der ja hier in der Säure drin ist, denn hier ist ja Wasserstoff im Allgemeinen, also wenigstens HCl zum Beispiel hat nur einen Wasserstoff und einen Säurerest. Oder, das funktioniert in diesem Fall so, dass dieser Säurerest sich mit dem Metall verbindet und dass der übrige Wasserstoff, der entfleucht, molekular im Allgemeinen. So, jetzt haben wir es aber so, dass wir nicht sagen Metall und Säure, sondern jetzt sagen wir mal schon eine Base. Eine Base, die besteht aber im Allgemeinen aus, das sind jetzt die, wir sind in der anorganischen Chemie, aus einem Metall und einer OH-Gruppe. Also Sauerstoff-Wasserstoff-Gruppe, OH-Gruppe. Jetzt wieder die Säure dazu. Das bleibt das gleiche. Reagiert auch zum Salz. Und zwar verbinden sich Metall, wieder Metall und Säurerest. Und aus dem Rest und dem Wasserstoff, woraus die Säure besteht, daraus entsteht Wasser. Und dieses Wasser, das schreiben wir natürlich dann hier hinten hin. So, kleinen Moment, hier gibt es eine Frage. Fassen wir mal zusammen, ich bin ziemlich in Eile. Also, wenn ich nur Metall und Säure reagieren lasse, entsteht ein Salz und Wasserstoff. Warum? Weil die Säure aus Wasserstoffionen besteht und einem Säurerest. Ich möchte jetzt nicht konkret darauf eingehen. Dann entsteht. So, und bei der Base ist es so, dass die aus Metall und einer OH-Gruppe entsteht und der Wasserstoff von der Säure, das passt ja ideal zusammen. H2O kann man sagen und dann bleibt das übrig. Ich mache das mal schnell an einem konkreten Beispiel. Und zwar habe ich mir überlegt, Beispiel, Calciumhydroxidionen sind im Allgemeinen nur einmal negativ geladen, also minus einmal negativ und Calciumionen, die sind zweifach positiv geladen. Ne? So, sodass ich sagen muss, okay, dann muss ich die OH-Gruppe in Klammern zweimal schreiben. Das bloß mal nebenbei. So, jetzt lassen wir wieder ein bisschen Platz, damit wir notfalls ausgleichen können. H2CO3, also eine lumpiges Kohlendioxid im Wasser geleitet, so könnte man ganz frech sagen. Also Kohlensäure und daraus entsteht dann Calciumcarbonat, also CaCO3. Jetzt brauche ich bloß zu gucken, wenn das Ding hier zweimal positiv geladen ist, weil das ja zwei Wasserstoffionen sind, die sind positiv geladen, dann muss das hier zweimal minus sein. Wenn Calcium aber zweimal positiv ist, dann passt ein idealer Säurerest von zweifach negativ geladen, nach außen hin gesehen, ideal dazu. Plus, und jetzt hatten wir ja gesagt, so wie hier oben, ne, weil ich ja Base und Säure reagieren lasse, jetzt entsteht hier hinten Wasser. Warum? Passt ganz gut zusammen. Jetzt müssen wir mal gucken, aber ob das stimmt. Jetzt sagen wir, warte mal, hier habe ich hier drin 2-mal O plus 2-mal H. Jetzt habe ich hier drin 2-mal H. Na, wenn das nicht zusammenpasst, hier, das und das, ideal. Das wird zu Wasser. Aber wie viel? Ich habe hier 2 O. Na, dann muss ich hier noch ein 2 davor schreiben. Jetzt gucke ich nochmal und sage, warte mal, Calcium stimmt, CO3 stimmt, ne, kann ich dann so lassen, das Ding ist ausgeglichen. Dann kann ich stöchiometrisch rechnen. Also es passiert oft hier, oft, dass ich nochmal 2 nehmen muss, das Wasser. Das passiert oft. Liegt aber letzten Endes daran, was habe ich hier für eine Säure vorliegen. Ein anderes Beispiel, ein einfaches Beispiel, und zwar Kaliumhydroxid lasse ich mit Salpetersäure reagieren, also HNO3.
Dann wird dann wohl wieder KNO3 werden. Das ist übrigens ein sehr starker Oxidator. Das ist Kalisalpeter. Nahm man früher auch in Schießpulver. Und H2O. Jetzt gucken wir mal. Gibt es hier was auszugleichen? Das kann ich jetzt, ohne das hinzuschreiben, sagen. OH plus H. Wunderbar. Passt ideal zusammen. Das wird zu H2O. Ne? Und zwar brauche ich hier bloß einmal, also gar nicht, anders raufzuschreiben. Ich kann aber auch ein anderes Beispiel nehmen. Ich nehme mal KOH wieder. Und ich lasse das mal mit Schwefelsäure reagieren. H2SO4. Dann wird nichts weiter passieren als K2SO4. Warum? Das ist einmal positiv geladen, dieses Kaliumion. Hier sehe ich schon, wenn das zwei positive sind, muss dieser Säurerest hier zweifach negativ geladen sein. Demzufolge muss ich hier K2 schreiben. So, plus H2O. Aber jetzt Achtung, ausgleichen, jetzt muss ich gucken. Ei, verdammt. Ich habe hier zwei Kaliumionen. Wenn ich hier eine 2 davor schreibe, habe ich gleichzeitig, das gilt ja wie eine Art Klammer, ne, als wenn ich sage Klammer, mal den ganzen Ausdruck in der Klammer, zweimal OH, hier die 2, na passt, dann die 2 davor. Wie gesagt, das ist alles ein bisschen eilig. Nehme ich noch schnell Natriumhydroxid und lasse das nochmal reagieren. Aber das ähnelt sich ganz stark mit der Metallgeschichte. Also ist das Video da schon mal nachzugucken. Dann entsteht hier Natriumchlorid, das haben wir uns schon gedacht. Plus, na, was wird schon entstehen, wenn nee, das war jetzt nicht schön, wenn Natrium und Chlorionen zusammenkommen, entsteht NaCl. Na, und wer bleibt noch übrig? Man sieht es wieder mal. OH und H, das passt ideal. H2O. Ich muss nicht mal ausgleichen. Und so geht das immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ich kann das auch mit organischen Säuren und sonst was machen. Das würde auch funktionieren. Ich muss das jetzt aber wegen der Kürze jetzt einfach abschließen. So, ich hoffe, das hat geholfen und wünsche viel Spaß. Nee, nicht viel Spaß, vor allem alles Gute bei der Arbeit. Also, tschüss.